Was geht, Leute? Wir sind wieder zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Borderlands Pre-Sequel. Wir haben in der letzten Folge... Oh Mann, ey. Voll verkackt. Wir haben in der letzten Folge hier noch eine Quest gemacht. Eine Nebenquest. Jetzt gehen wir erstmal wieder auf das Ding, jetzt, ihr wisst schon. Ach ja, das kann ich... Ah genau, das kann ich abschließen. Okay. Das ist Hauptquest. Wir machen erstmal das. So, wo müssen wir denn hin? Okay, gehen wir da hin. Haben wir gestern die Quest gemacht mit der Fahne noch. Eben fix. Das war ja eher Tontaum schießen, weil das nur Level 16er Scaffs waren. Aber, ja. Wie das aussieht, wie die Texturen noch nicht geladen sind. Richtig schäbig. Jetzt wohl sehen. Ich weiß ja, dass es angegriffen sei, aussehen soll, aber. Texturübergänge und ja gut, ich sag einfach nur nichts. Warte, können wir nicht hier die Quest bei ihm jetzt abgeben? Dieser Auftrag von mir, der ist doch erledigt, oder? Was? Schon fertig? Nein. Was willst du denn? Ah ja. Keine Munition mehr hatten. Alter, was ist das für ein Scheiß? Ah, Mann. Das regt mich schon wieder auf hier. Kackspiel. Jetzt wieder 4-5K weg. 2. Alter, wie viel Damage macht ihr denn? Ein Mann namens Jack hat seine Vorgesetzten überzeugt, dass Pandora eine Goldgrube ist. Woher weiß er das? Ich muss weiter nachforschen. Digga. Ich krieg 3 Hits, bin tot oder was? Was soll der Mist? Oh, meine Fresse. Zweieinhalb wieder weg. Digga, selbst in der Ulti gehen wir drauf. Am Arsch, was ist das für ein Scheiß? Mal ernsthaft. Geh wieder dahin, wo du herkommst.
Was ist unser Rucksack voll? Bessere Ware findest du nirgendwo. Oh, Tatsache. Whisky! Gegner sind hier überall. Geschafft. Yay, doch eine sind, ja, maximale Gesundheit. Okay, die spawnen anscheinend die ganze Zeit. Wo ist dieses Ausrufezeichen?
einen Erkundungstrupp von der Helios aufgegriffen. Es muss etwas geschehen. Dieser Mann hat offenbar viel Geld zur Verfügung. Er ist entschlossen und, noch schlimmer, ehrgeizig. Und ein Arsch hat sie noch vergessen. Wir brauchen noch mehr. Mach weiter. Schutzraum auf und warte auf Verstärkung. Schutzraum? Versäumt habe ich keine Zeit. Töte die Kuriere schnell, bevor sie irgendwo unterkriechen können. Dann töten wir mal die Kuriere, bevor sie irgendwo unterkriechen können. Ist okay. Ja, Kontakt! Kannst du nicht mal einfachste Anweisungen befolgen? Finde einen Weg da rein und nimm ihm seinen Echo-Recorder ab. Unvorstellbarer Feuerkraft. Als Reaktion auf Hyperions Gier und Ignoranz werden wir tun, was getan werden muss. Heute Abend erobern wir die Helios. Pandoras Mond wird fallen. Prima. Geh zum schwarzen Brett und lade hoch, was du gefunden hast. Wenn das alles hier vorbei ist, kann Jack von Glück reden, wenn er Hyperion nicht mit einer Schusswunde in der Brust verlässt. Ich glaube nicht, dass es auf diesen Audiologs belastende Beweise gibt. Klappe, was weißt du denn schon? Bring sie her. Und weiter geht's. Haben wir die Quest auch schon fertig? Ja. So, und los. Okay.
Ich bin ja total verwirrt bei der Map hier, Alter. Was ist los? Der Mond ist nicht genug. Ja. Warte kurz. Ach, ich bin noch eine. Sag das doch, Spiel. Digga, ey, was ist denn heute los hier bei dem Kackspiel? Ganz ehrlich. Was ist das für ein Scheißdreck? Mein Gott, lächerlich. Kriegst zwei Hits bis tot. Ja, nee, ist klar, Spiel. Oh, Junge, und wieder ganz im Endeffekt. Hey, du musst dir helfen, deinen Namen für das Diamantenepony nice, zu finden, was du mir eingebracht hast. Ich dachte an Matschbirne, dir zu ehren, aber das wäre irgendwie pubertär. Naja, Jack, ach, halt's Maul. Hör auf zu labern, ist nicht wichtig. Mein Gott, ey. Pisst euch jetzt mal, Mann. Euch will keiner. Behinderten. Noch schnell die Nebenquests fertig machen, dass ich dann die Hauptquest machen kann. Mein Gott, Alter. Kann sich auch anstellen. Ruhig. Schaff sie einfach zur Moonshot-Kanone. Oh Mann, nicht schon wieder. Ah. Warum, Spiel? Warum? Pass auf, dass sie nicht in Stücke geschossen werden. Wir sind doch die Guten. Oh. Hm?
Wieder schlucken, Alter. Das ist gekotzt. Digga, pack mich nicht ab, Spiel. Mein Name ist Soundanlage anschließen, damit das Ding beim Feuern jedes Mal Opernmusik spielt oder sowas. Mein Gott, ist das cool! Wie sieht's aus? Haben's die Loader da unten geschafft? Status-Update. Wir haben überlebt. Unser Transport erfolgreich. Komm bald mal wieder! Zum Glück muss ich nicht jetzt wieder nach unten, Alter. Ich glaube, wir sind hier etwas auf der Spur. Oha, 51, das macht mehr Damage als unsere jetzigen. Oder? 63. Ah ja. Das war leider nur blau, aber... Why not? Nice. Hier ist jetzt nichts mehr, ne? Nee, okay. Schalte den Laser ab. Nein. Machen wir nicht. Ende erstmal noch ein paar Nebenquests reinhauen, wo man nur wieder zig hin mal hin her muss. Richtig belastend eigentlich. Leben Sie wohl, Jack. Ihre Tage sind gezählt. 36 mal 7. Hey, ich bastle gerade an einer neuen KI. Moment. Wie viel drückt die denn? Ja, für unsere Loader-Kumpel. Ja. Muss ich aber noch testen. Treib mir den Roboter auf und schaff ihn selber nach hinten zu. Dass ich den neuen Datenzündstoff uploaden kann. Yeah. Wieder mal im Rucksack. Damit ich seine Persönlichkeit komplett zerstören und ihm eine neue verpassen kann. Natürlich auf ganz unschurkische Art, ist doch klar. Gehen wir zur Ladestation zurück. Okay, folge ihm und sorge dafür, dass er wohlbehalten ankommt. Na super. Das ist eine verkackte
Okay, ich lade seine neue KI hoch. Lade neue KI herunter. Das ist Fuck, typisch. Okay, beschütze ihn, bis er fertig ist. Hat, abonniert den Kanal, lasst ein Like da, teilt das Video, schaut in die Videobeschreibung, folgt mir auf Instagram, Twitter, Reddit und Co. Und macht's nicht gut, macht's besser. Ciao mit V.